Bei den Protesten im Iran haben Demonstranten, laut Medienberichten, Polizeiwachen angegriffen. Iranische Nachrichtenagenturen melden, in Nachschafabad hätten Demonstranten eine Polizeiwache in Brand gesetzt. Auch ein Posten der Verkehrspolizei in der Stadt Kermanshah sei angezündet worden. Auf sozialen Medien verbreiten sich Videos, die schwere Zusammenstöße zwischen den Sicherheitskräften und Demonstranten in Qadr-i-Dihran zeigen sollen. Dem Staatsfernsehen zufolge wurden in mehreren Städten staatliche Einrichtungen von Bewaffneten attackiert. Angriffe auf Polizeiwachen sowie Militärkasernen seien vereitelt worden. Die Berichte ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Die landesweiten Proteste gegen die iranische Regierung sind Ende vergangener Woche ausgebrochen. Mindestens 13 Menschen sollen inzwischen ums Leben gekommen sein, es gab hunderte Festnahmen. Ein Polizist soll von Demonstranten erschossen worden sein. Die Demonstrationen richteten sich zunächst gegen die Wirtschafts- und Außenpolitik der Regierung, wurden aber zunehmend systemkritisch. Es sind die stärksten Unruhen im Iran seit 2009. Die Demonstranten haben für die kommenden Tage zu weiteren Protesten aufgerufen. In der Hauptstadt Teheran gab es laut Medienberichten nach einer erneuten Demonstration mehrere Festnahmen. Mehrere Anführer seien in Polizeigewahrsam. Zuvor waren laut Online-Medien seit Einbruch der Dunkelheit kleinere Gruppen von Demonstranten in der Innenstadt unterwegs und haben regierungsfeindliche Parolen skandiert. Angesichts der Proteste im Iran haben westliche Staaten die Führung in Teheran zur Wahrung der Demonstrationsfreiheit und zum Dialog aufgerufen. Das Recht auf friedliche Demonstrationen und die Meinungsfreiheit müsse garantiert werden, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. Der britische Außenminister Boris Johnson warb für eine Debatte über die Anliegen der Demonstranten. Diese seien legitim und wichtig, sagte Johnson. Die iranischen Behörden müssten eine ernsthafte Auseinandersetzung darüber erlauben. Zuvor hatte bereits Bundesaußenminister Sigmar Gabriel, SPD, die Führung in Teheran aufgefordert, die Versammlungsfreiheit zu respektieren. Das russische Außenministerium warnte dagegen vor jeglicher Einmischung des Auslandes. Dies würde die Situation im Iran destabilisieren. Präsident Hassan Rouhani sagte, sein Land akzeptiere Demonstrationen. Die Sicherheitskräfte würden jedoch keine Gewalt dulden. Das iranische Volk werde auf Unruhestifter und Rechtsbrecher angemessen reagieren.